So Leute, da melden sich Eck und Rigi wieder aus den Tiefen von Gutsmans Kohleabbaumerk. Dein letztes Leben, ne? Ja. Tja, Rigi, du hast einfach nicht so... Was ist denn? Hast du es gesehen? Junge, was machst du? Ich hab nichts gemacht, der läuft gegen die Wand, der Typ. Er läuft gegen Wand. Spaß. Oh. Ich weiß nicht, die... Oh. Halt, guck mal. Ich hab noch ein Leben, ich hab Slyman besiegt, oder wie er auch heißt. Slyman? Storm Eagle. Hab ich sofort besiegt, aber Rigi nicht. Fambe. Ah. Du weißt, ganz nach links, danach Trick 17 und so. Wegen Stachel. Komm, ich brauch das Herz. Leben, ja! Oh, I made it. Oh, ich hab's Leben vergessen, egal. Ich mach einfach Trick 17. Sag mir Trick 17, na, sie hat dir das Leben verloren. Oder sie! In the air, in the air. Put your hands up, on the air, in the air. Spaß. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie Gutsman geht. Wenn er springt, auf den Boden kommt, musst du springen. Wenn er seine Pfeile wirft, musst du auch springen. Das ist auch von der Gaffe, er kann nicht laufen. Er kann nicht mal laufen, der Junge. Er ist halt zu fett. Ich glaube, ich springe zu früh auch. Kennst du nichts da? Den Hack vom Mega Man? Daylight oder so? Daylight. Daylight heißt der. Daylight. Hast du das? Nö. Links da gegen, also die Bosse von Mega Man. Von Mega Man 1 gegen die Bosse von Mega Man 2. Und du steuerst die Bosse von Mega Man 1. Boah, Echo. Bitte erzähl mir jetzt nicht, dass du Gutsman spielen. Und er kann nicht laufen. Du musst die ganze Zeit mit ihm springen. Ey, guck mal, wie fett der ist! Geh doch runter, Junge! Stimmt. Meint der, geh runter! Nein. Rechts, links, Bobbin, unten, ey, guck der! Ey, das kommt mir bekannt vor! Nicht nur dir! Er lacht! Oh Mann! Und. Okay. Ja, nochmal den ganzen Weg. Leute. Ich werde es bereuen, dass ich Mega Man 1. Was denn? Bevor du zu Ziel gehst, spring, Mann. Scheiß doch drauf! Du mit deiner Pose! Du schon wieder? Oh, ich hab den Zweier getroffen. Mit Turbo Knock hat ihn sogar viermal treffen. Überleg dir gut, Regie, ob du ein Noob sein willst und den Turbo Knock benutzen willst. Ich hau jetzt einfach drauf, ich hau jetzt einfach drauf! Turbo-Taste, Leute, das ist Turbo-Taste, man sieht schon! Ach, geschafft! Turbo-Taste! Das war keine Turbo-Taste! So, wie einfach geschwitzt. Boah, geschafft! Bei mir, als ich gespielt hab, gegen mein Echtmann, gehört mich auf die Taste gehämmert, aber immer wieder. Ja, weil ich noch mal nix. Doch, ja, weil ich gechillte Tasten habe. Guck! Tschüss, jetzt hört mal voll! Echt? Nein. Jetzt von dir. Elecman. Der Franzose. Junge. Je suis le Elecman. Je produce le électricité. Oui, oui. Bombman Schwäche ist Cut. Nein, Elecman Schwäche ist Cut. Ich hab keine Ahnung. Ah, komm auf zu rappen. Ich fahr auf den Ring. Ich hasse Elecman Stage. Ich hasse Elecman Stage von Elecman. Okay. Geht. So, ich finde Fireman Stage viel doofer. Ich finde die auch viel doofer. Oh, verdammt. Was eigentlich? Nicht, wenn es einfach hochklettern, die ganze Zeit. Nicht stehen bleiben. Die ganze Zeit hoch. Was? Du komm einfach hoch. Chill. Die treffen dich nicht, Junge, wenn du einfach hochgehst. Sicher? Ja. Ups. Warum glaube ich das nicht mehr, Junge? Warum glaube ich die überhaupt, ey? Ich glaube dir nie mehr, glaub mir. Vorher habe ich vor 2 Jahren nicht oder so. Nichts verändert mich. Okay, wie ging das? Ich glaube, so unsichtbare Plattform, oder? Ja. So, 1, 2, 3, 4, alles klar. Schon lang.
Jetzt! Jetzt! Together we made it! Boah, nice! Pass auf, jetzt kommen die Dings da immer vor dir. Doch, 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 an die Stage erinnere ich mich noch. Spring, spring, spring! Gut, gut gemacht, Ricky. Heck, oh, chill! Chill dich! Spring, spring, gut! Ricky, hol das Leben, Ricky, Ricky! Nein, hol das Leben! Geh mal weg, zu gefährlich! Spring doch! Ja! Junge, du nervst! Ich stelle die Treppe hoch von seinem Arsch auf. Yeah, yeah. Die linke Treppe, nein, die linke! Ich glaub dir nicht mehr, wie oft noch? Meint der linke Treppe. Guck mal, was links ist, Alter, guck mal, was hier ist. Ja, die kannst du mit Cutter besiegen, Junge. Uäh, zu langsam. Siehst du? Idiot, ich sag links, links, dann mach. Shh, immer ruhig bleiben. Ego. Egal. Ey, du hast so viel angeschrieben, nehmen wir nichts. Da, was machst du da? Das ist so schwer. Was ist das denn? Für Gutsman oder so war das. Ich kann die Steinblöcke kaputt machen. Gutsman. Immer. Tschüss! Mit einer Hand, guck mal. Pause, Pause! Das ist nicht so eigentlich. Uihihi, nice. Kann er auch springen? Nice. Und was ist das jetzt? M, was ist M? Multicoletti? Keine Ahnung. Lol. Ah. Nein, mach das nicht so. Junge, das brauchst du noch. Mach das nicht. Das ist sowas wie Rush. Gefakter Rush. Das sind ja so Plattformen, die er produziert. Ja. Aber halt die glitchte Plattform, wie du sehen kannst. Die glitchte? Hast du schon gesehen, wie du da raufgegangen bist? Ja, geglitcht. Genau. Geglitcht. Glitscht. So. Glitscht. Worum geht's eigentlich in Mega Man? Erzähl mal. Also, Dr. Light, Dr. Whitey waren früher Partner. Sie haben den Roboter Mega Man erschaffen. Halt mal. Also, ne? Danach? Was ist das denn? Achso. Die müssen danach, den auf Multicoletti einsetzen, genau. Haben die halt sowas wie Bombman erschaffen, dies, das, alles so konstruiert und so, dies, das. Und danach, zweimal hat sich herausgestellt, dass Wiley böse ist. Nein. Hä? Verdammt, nein. Ist anders? Nein. Keine Ahnung, ich wollte nur mal was sagen. So. Ja. Halt, ja, die waren früher Partner, Wiley und Light. Jetzt sind die Dings da, Feinde. Also sowas wie, Ja. Ja? Ja? Du schon wieder! Mach High Jump! Nein! Ja, wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Ey, hab ich die ganze Stage umsonst gemacht? Töt ihn doch! Wie ist die? Oh. Geh runter! Oh. Ja! Und dein letzter Leben ist es, ne? Ja. Du armer Kerl. Du armer, armer Kerl. Ich denke, du stirbst jetzt hier. Drinnen, drinnen. Das macht einen voll Angst. Ja, ne? Oh. Wir haben es nicht geschafft. Na, hör doch auf mit sowas. Oh. Das Schlimme wäre es, wenn diese grünen Teile aufkommen und rechts und links. Okay. Ey, nee, ist das der Boss? Ja, mach ihn mit Gutsman. Zack, schmeiß diese Blöcke weg. Nee, nee. Ja. Der geht mit C, mit Cutter geht der. Guck, guck, guck. Boah! Hast du gesehen? Hab ich doch gesagt, wegen dem Cutter. Er sagt mir Bombe. Er sagt mir, man kann Bomben mit zwei Teilen durchschneiden und so. Wer? Oh! Was war das denn? Du meinst doch, Cutman kann Bombman nicht schlecht besiegen, wegen den Bomben, die zerschneiden sich so in zwei Hälften. Cool. Da meinst du, wo lebst du, Regi, wo lebst du? Hey, Mann, Echo! Du sagst doch schon, die Plattform aufzugehen. Hey! Ja, das war auch mein Problem, weil wir gehen mal vorab, dieses Match, der Anfang. Ja, Mann. Mega Man, power up! Mega Man, power up! Hast du schon durchgespielt? Was? Hast du schon durchgespielt?
Ja. Bei Powered Up, Leute, ist halt ein Remake von Teil 1, aber es gibt noch zwei weitere Bosse, um die 8 komplett zu machen, ne, Echo? Oil Man and Timer. Und die sehen alle so putzig aus, weil die so Babys sind, wisst ihr? Ist so richtig geil. Ab wann kann Mega Man eigentlich seinen Buster aufladen? Ab welchem Teil? Ab Teil 3. Echt? Ich glaub schon. Ja. Teil 3. Du. Das ist M, ey. Was? Dein M-Buster da liegt. Nö. Muss ich sparen. Ich bin ein Sparfuchs, ja? Ein Sparfuchs. Spring, spring! Na, oh, geschafft. Mega Man 1 war für Scheiße. Bitte? Mega Man 1 war Scheiße. Geht. Ist cool, aber das ist auch schwierig. Zu alt. Guck mal, wenn du einen Gegner abschießt, man merkt schon, wenn man ihn abschießt, ne? Also normale Gegner. Man schießt die so ab, wie so ein Auge zum Beispiel. Man merkt nicht, ob man ihn trifft, weil der Dings da nicht so irgendwie so flackert, weißt du? Ja, stimmt, stimmt. Du gehst mal links, hä? Warum? Hä? Ja, Leute, warum gehe ich jetzt nach links? Ich dachte, rechts wäre besser, hä? Nein, wir gehen nach links, weil wir Kommunisten sind, ja? Ich gehe doch nicht nach rechts, Alter, wer bin ich hier? Du bist der Regi. Regi Bora Bora. Wir haben noch ein Minecraft-Dings da, ein Grundstück. Wer? Ach so, stimmt. Auf diesem Server da. Ja. Wisst ihr, Leute, wir haben uns einfach so einen Server gemietet und dann sind dann halt nicht nochmal draufgegangen, weil der Server scheiße war. Ja. Der voll gelaggt, ey. Alle 2 Minuten abgestürzt. Ja. Und nach 5 Minuten warten, bis wir wieder drauf durften. Ich glaube, wo wir abgezogen haben, diese Leute. Wo wir die Items geklaut haben. Ja. Oh Mann, ey. Richtige Diebe, ey. Wir haben so bald Angst, ohne zu fragen. Der hat ihn fragt mich mal, warum habt ihr die? Hat er dich gefragt? Nein. Also er hat nicht. Die kommen so neu auf einmal, wir haben nichts da, diese Diamant-Axt. Oh Mann. Ich würde mich halt erstmal fragen, warum haben diese neuen Typen diese Diamant-Axt? Ja, wir sind halt VIP, weißt du? Very important, Let's Player. VILP. So, so, nice. Wo ist die Stahltür? Wo ist die Stahltür? Auf einmal guck ich da im Inventar, ist da so eine Stahltür drin. Oh Mann. Da hat er noch was gesagt, was aufgeklappt. Die Fackeln oder so. Oh, die, oder die Wand, weißt du, als die ganze Wand weg war? Ja, ja. Boah. Neben uns, ey. Diese Haupttäter. Katastrophe, Alter. Warte, kurz auf C wechseln. So. Dun, 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 dun. Boah. Das ist so unnötig, ey. Sehr weit gut. Unnötig. Unnötig, Dinger. Leute! Das war Breakers Z unnötig. Was? Das war Breakers Z unnötig, Spruch. Unnötig, Digga. Du Heimscheißen, das gute Fahrer. Und ja, Leute, jetzt gibt's die Revanche gegen Dr. Elkman. Ja, warte, du Heimscheißen, das gute Fahrer. Okay, los geht's. Scheiße. Ist das die Yu-Gi-Oh! Karte? Die Yu-Gi-Oh! Karte von Breakers Z, Alter. Guck mal, 3 Schläge, der ist tot. Zack! We made it, Leute! Ja! We did it, we did it, we did it! Yeah, jetzt seid ihr dran! We did it! Ey, es reicht! Echt, du bist im falschen Film! Du bist im falschen Film, Mann! Du bist hier bei Togolino, oder wie das heißt! Egal, Leute! Jedenfalls, wir sind finito jetzt für heute! Und haut rein, bis bald, euer Reggie und... Tschüss, Echo!